Ja, wie schon so oft erkannt, willkommen zurück zu Madison. Wie schon so oft erkannt, muss man es einfach auch mal auf den Augen haben. Ich habe in diesem Raum hier die ganze Zeit hier so immer so rumgeguckt, so rumgeguckt, so rumgeguckt und an die Wände geguckt und so rumgeguckt und da hinten hingeguckt, statt dass ich einfach mal hochgucke und dann finden wir auch sowas hier. Super. Ein Schlüssel, warte mal. Mit einem Herz dran. Und einer, warte mal, ist das eine Zahl? 777. Und da ist ein Kleeblatt drauf oder sowas. Keine Ahnung. Okay, ist hier noch irgendwas auf Kopfhöhe? Ruhe. Glaube nicht, ne? Ich hab, das Spiel hat auch merkwürdige Ladeeigenschaften. Wenn man das Spiel neu lädt, weil man halt mal Pause macht oder mal einen anderen Tag aufnimmt, dann scheinen diese Zahlen hier anders zu sein. Also hier ist ja im Moment die 13 und die 56. 56 minus 13 ergibt 43. Hier ist jetzt der 5-jährige Junge mit der 38. 38 plus 5 sind auch 43 und wir müssen ja hier die 43 einstellen, ne? Hier haben wir dann noch, lass mal kurz gucken. Das eckige, nee, wo ist das? Das runde ist eine 25, da bräuchten wir also eine 18. Und hier haben wir eine 10, da bräuchten wir also eine 33. Also eine 18 und eine 33 bräuchten wir noch. So, jetzt gehen wir aber erstmal gucken, wo dieser Schlüssel passen mag. Wir haben ja einige verschlossene Räume oder die Kloschüssel gehabt. Und, Der 43 ja, das mit der 43 habe ich gerallt. Ruhe, das mit der 43 habe ich gerallt. Hier geht's nicht. Okay. Was keuchst du denn so? Hier ist auch ein Raum. Kann man aber irgendwie... Toll. Die Klobrille. Werde ich wohl kaum mit dem Schloss aufkriegen. Ein Herzchen für die Klobrille. Nein, auch nicht. Ruhe. Der Onkel kommt gleich. Ha! Ha! Triumph! Die gute Nachricht ist, es ist Licht drin. Die schlechte Nachricht ist, da hängen schon wieder Bilder von gruseligen Frauen. What a mess. The entrance key should be somewhere. Sollte er? Guten Tag. Wer ist denn hier zu Hause? Grandma's diary. Na? Omas Tagebuch. Das wollen wir aber nicht lesen, oder? Doch, wir wollen Omas Tagebuch lesen. Man sagt, ein Tagebuch wäre gut fürs Gedächtnis. Na dann, wir werden sehen, ob das auf mich zutrifft. 72, das ist ja schon einige Zeit her. Heute sind wir zu einem Garagenverkauf in der Nähe des Zentrums gegangen. Ich habe ein Buch mit tollen Rezepten gefunden. Ja, was halt eine Oma da so reinschreibt, ne? Johnny fand auch ein Buch, über das er sich sehr freute, Ruhe links neben mir. Er war deshalb aus dem Häuschen. Ein wirklich schöner Tag. Diese Geräusche, wie einer von euch schon sagte, die machen einen kirre. Langsam sind sie ja sogar penetrant. Man muss sagen, warum die ganze Zeit diese Geräusche? Mittlerweile wissen wir ja, dass es nichts Schlimmes ist. Andererseits, wenn es was Schlimmes ist, dann beachten wir es nicht mehr. Vielleicht auch toll. 1. April. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, schon wieder. Ich könnte schwören, dass mich etwas aus der Ecke heraus angestarrt hatte. Super. Heute war mein ganzer Schmuck überall im Raum verstreut und mein Hochzeitsring war in der Küchenspüle. Ich fragte Johnny, wonach er gesucht hatte. Doch er schwor, dass er nichts angefasst hatte. Wir mussten Johnny wieder zu uns ins Bett nehmen. Das Buch, das wir ihm gekauft haben, bereitet ihm Albträume. Wir müssen zugeben, dass es ein wenig gruselig ist. Welches Buch ist es denn? Mein ganzer Schmuck ist wieder verstreut. Ich kann meinen Hochzeitsring nicht finden. Es war das schönste Geschenk, das Albert mir je gemacht hat. Aber heute war Johnny nicht daheim. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass jemand anderes im Haus ist und jedem meine Schritte beobachtet. Albert sagte mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Er wird noch... Was? Er wird noch denken, dass ich verrückt geworden bin. Was für eine Erleichterung. Ich habe den Ring in Johns Zimmer gefunden. Ja, sie weiß nicht, was sie davon halten soll. Das Kind hat damit gespielt.
Ich konnte letzte Nacht überhaupt nicht schlafen. Diese dumme Geschichte über das augenlose Monster geht mir nicht aus dem Kopf. Was für ein augenloses Monster, das wollen wir nicht hören. Ich weiß nicht, warum wir ihm dieses scheiß Buch gekauft haben. Welches Buch denn? Es gibt da ein tolles, Gruselmärchen. Also was ist Gruselmärchen? Einen tollen Gruselfilm. Der heißt der Babadook. Ruhe! Ich habe eine ganze Weile lang nichts aufgeschrieben. Die letzten Wochen bin ich von Arzt zu Arzt gegangen. Etwas stimmt mit meinen Augen nicht. Und die Ärzte wissen nicht, was mir fehlt. Sie schmerzen sehr und ich sehe jeden Tag verschwommener. Gott, die Ärzte sagen, dass ich in den letzten Wochen mehr als 40% meiner Sehkraft verloren habe. Ich kann kaum noch lesen, schreiben, Fernsehen oder überhaupt etwas denken. Irgendwie verschwinden die Pupillen aus meinen Augen. Okay, das ist jetzt langsam gruselig. Ich bin diese Medikamente leid. Nichts scheint zu helfen. Ich ertrage die Schmerzen nicht mehr. Warum passiert mir sowas? Ich kann mich kaum noch durch das Haus bewegen mit meinen Augen in so einem Zustand. Ich ertrage die Schmerzen nicht mehr. Hilf mir Gott, bitte. Ich habe furchtbare Angst. Ich weiß, dass da jemand im Haus ist, aber niemand glaubt mir. Ich weiß, dass es stimmt, auch wenn ich nichts sehen kann. Ich fühle eine Präsenz, die lebt. Was? Da lebt jemand bei uns. Wie schreibt sie denn dann? Ich weiß, dass jemand im Haus ist. Ich habe die ganze Nacht über Geräusche gehört. Ich schwöre, dass ich jemand atmen gehört habe, als ich mir ein Glas Wasser geholt habe. Fast 3 Wochen später. Ich habe mehr als 80% meiner Sehkraft verloren. Die Ärzte sagen, sie finden keine Lösung. Ich will nicht länger im Haus sein. Ich bin hier nicht sicher. Mein Ring war wieder an seinem Platz, aber das spielt keine Rolle mehr. Niemand wird ihn jetzt noch finden. Denn ich verstecke ihn unter... Vor allem ist die Schrift ein bisschen sauklaurig. Wo versteckt sie den Ring? Unter irgendwas. Unterm Kopfkissen. Pillen. Noch mehr Pillen. Kein Wunder, dass die nichts gesehen hat. Die hat sich voll unter Droge gesetzt. Ha, okay. Mach zu. Jetzt auch nach oben gucken. Ist sie das? Das würde natürlich erklären, der hat sie auch keine Pupillen. Tatsache, das ist sie. Okay. Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. Das ist halt... Was ist das hier? Enderlande bitte Katarakt-Reversal. Ah, das ist irgendwas gegen Augen. Okay. Also, gegen Augen. Gegen Katarakt, gegen grauer Star oder sowas? Steht da irgendwas drauf? Nein. Okay, man kann es auch nicht mitnehmen. Noch mehr grauer Star. Und was ist das? There are meds everywhere. Okay, tonnenweise soll auch irgendwas für die Augen zu sein. Was ja auch verständlich ist. Wenn sie es mit den Augen hat. She was so sick. Was, irgendwelche Augenaufnahmen? Fragezeichen. Elizabeth Maxwell, Augenuntersuchung, Diagnose Katarakt, also grauer Star, glaube ich, ne? Seltsame Unterform des Charakters, beider Augäpfel färben sich komplett weiß. Patientin verliert ihr Augenlicht innerhalb kürzester Zeit, beeinträchtigt die Sehstärke prozentual. Rechtes Auge 95, linkes Auge 87%. Wir können nicht definieren, was die Augen der Patientin schädigt. Bitte die Medikamente weiterhin einnehmen, bis eine angemessene Behandlung gefunden wurde. Nächste Visite, 26. Juli. Okay. Das war ein neues Geräusch. Hallo. What are these things? Was weiß ich, das sind Dias, oder? Nee. Lodachrom-Film. Doch, das sind Dias, würde ich sagen. Nehmen wir mal mit, ja. Wer weiß, was wir mit den Dias anstellen können. So, wollen wir mal mit der Kamera rumfuhrwerken? Erstmal hier das Bett. Aufnehmen. Aber das scheint nichts Schlimmes gewesen zu sein. Jetzt verschräge ich mich schon von meiner eigenen Kaffeemaschine. Hallo? Wer hat denn die Tür hier so auseinandergenommen? Ach, guck
mal hier. Nee. Super. Warte mal, jetzt haben wir hier drei. Wir haben aber zwei Scheiben, haben wir. Okay, verstehe. Wo ist die andere Scheibe? Ach, jetzt habe ich die. Nee, warte mal, da ist sie doch. So, jetzt können wir da mal dran drehen. So. Und jetzt haben wir allerdings hier noch eine, die passt überhaupt gar nicht. Die passt hier überhaupt nicht. Da steht ja... Das sind Uranus, Uranus und Neptun. Die passen da halt gar nicht, ne? Oder muss man die in die richtige Reihen... Nee. Reihenfolge kann auch nicht sein, oder? Warte mal, wenn es die in der Reihenfolge wäre, dann wäre das so. Das heißt, wir packen die dahin. Und wir packen die dahin. So, da fehlt uns aber trotzdem noch eine. Warte mal, das ist Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und dann fehlen hier vorne halt noch die, hier ist auch schon, Venus und Merkur. Ist die Frage. Wo kriegen wir Venus und Merkur her? Hm, hier offenbar nicht. Ja. Was ist das hier für eine Wand? Welchen Sinn und Zweck erfüllt die? Als ob das irgendwas verbarrikadiert, aber das Zimmer hilft uns ja jetzt auch nicht weiter, ne? Warte mal, was sind das für Bilder? Venus und Merkur, das sind überhaupt keine Bilder, da passt überhaupt gar nichts. Was ist denn da in der Ecke? Nüscht. Was ist denn das? Da hängt ein rotes Bild, aber warum? Ruhe. War das gut? Rote Sammelgegenstand, einer von 20. Na, ich bin begeistert. Was klackt da draußen? Da tickt irgendwas. Irgendwas tickt hier. Bringt uns jetzt aber auch nicht so weiter, ne? Bitte? Das ist doch eine Schiebe! Da ist doch was dahinter! Das ist doch zum Schieben hier, bin doch nicht doof! Wo muss ich anschieben? Zeig ich doch. So, zeig ich. Ja, und was bringt uns das? Lass mich da ran. Ruhe. Da ist was hinter. Ich hätte gedacht, ich kann da irgendwo schieben. Nein. Was habe ich denn jetzt hier drinnen gekriegt? Eigentlich nur die Dias, oder? Und sie hat irgendwo, mein Ring war wieder an seinem Platz, aber das spielte keine Rolle. Niemand wird ihn jetzt finden, denn ich versteckte ihn unter.
ist der Ring. Aber wofür bräuchten wir den? Und was haben wir mit den Dias angestellt? Ruhe. Da oben irgendwas? Kann man da oben irgendwo ran? Nein. Wenn ich mich hinhocke, bringt das was? Nein. Ich hätte gesagt, der Ring ist irgendwo unter dem... Was mache ich mit den Dias? Sprich, mir ein Wurstbrot schmieren, verstehst du das nicht? Gibt es hier irgendwo eine Dia-Maschine? Wie nennt man sowas? Brauche eine Dia-Maschine. Und wir können da natürlich mal einen Dia-Projektor. Hört ihr das? Okay. Ich gehe nochmal zum Dachboden. Irgendwo spielt da Musik. Mein Nasen juckt. Kann man das hier? Nein. That song. Wo ist die Statue hin? Die scheiß Statue ist weg. Wo ist die Statue hin? Die Statue ist weg. Ja, das wird... What? Warum ist denn jetzt hier offen? Open now. There's definitely someone here. Nimm das jetzt. Wo ist mein Grabschfinger? Ich kann das nicht aufnehmen. Was ist das für eine Musik? Was? Könnt ihr jetzt gehen und dieses Musik... Ah. Ja, ja. Ja, ja. Holde Dame. Holde Jungfer mein. Kuckuck! Das finde ich aber... Ach, da ist er wieder. Bleiben Sie doch mal locker. In Ihrem Alter mit Ihrem Gewicht hier so durch die Gegend zu teleportieren, das ist ja auch nicht schön. Pesti. Ja, jetzt ist er wieder weg. Okay, bleib mal locker. Die kann dir ja nichts. Frau. That piano is blocking the front door. Sehr schön. Okay, das Piano blockiert die Front Door. Ne, mach das aus. Wir wollen das gar nicht hören. Huh, gehen wir mal hier rein. Ich habe ja noch eine Kassette, die könnte ich mir noch anhören. That fucking statue. Am I going insane? So ein bisschen bestimmt. Nein, nein. Da ist nur ein Klo. Was ist das hier alles? Ach, der ist... Ich glaube, ich habe den Dia-Projektor gefunden, oder? Ich weiß es nicht, ob es einer ist. Was ist das? Ist das die Statue? Ich weiß es nicht. Ich guck gar nicht hin. Sehr gut. Wer baut denn sowas? Wer baut denn sowas hier hin? Grandpa never got over her death. Was steht da? Elisabeth, naja, die, okay, sie ist gestorben. Sie ist gestorben, ja, ja. So. Where are the...
Okay. Ist niedlich, stehen da auf der Wiese, sieht ein bisschen gestellt aus und die Klamotten sind nicht meins, aber hey, passt schon. Und nu? Aha. Jetzt gucken wir uns die Familienfotos an. Okay, Oma. Ja, das sitzt wer, keine Ahnung. Dad. Und die Statue. Dad und die Statue. Was macht die Statue? Da kann man das... Nee, kann mir keiner erklären. Möchtest du mal aus dem Bild gehen? Das ist unhöflich. These photos are pretty old. Ja, sind ja auch schwarz-weiß. Mhm. Scheiße. Scheiße. Ich muss das Ding im... Sind wir jetzt fertig? Ich weiß, wenn du kommst, dann hau ich dir so eins mit der... Kamera. Bist du fertig, du komisches Ding? Hört das Ding auch noch auf damit? Oder geht das jetzt noch eine Weile? Ich würde sagen, es ist kaputt. Ich komme. Das ist eine Uhr. Ist natürlich wieder so. Da ist wieder so ein Schlüssel dran, den man nicht. Nein, nein, geh einfach hier rein, hier ist schön. Grandpa's Office. Opas Büro. Mit einem Tresor. If you need the combination, you know where to find it. Da ist eine Uhr drauf. Uhr mit einer 10. Das mag ja nur ein... Okay. Ach, guck mal hier. Ha! Die 33. Lass mich raten. Okay. Jetzt haben wir zwei Tresore hier. Troll mich doch bitte. Sag ich dazu nur. Ich habe lange nicht mehr die Kamera benutzt, ne? Okay, da war nix. Halt, warte mal, da ist ne... Na? Joseph F. Abraham Lancaster. Was? Ich lese Runenkarten, Tarotkarten und kontaktiere geliebte, verstorbene Menschen in der Geisterwelt. Wegweisung, Deutung, Führung, Runen. Wähle 212, 56, 45. Ich hoffe, das ist nicht die Tresorkombination. Steht da noch was? Lügner! Echt? Der hat dir nicht weiterhelfen können? Nein, hätte ich mir gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, so ein Tarotkartenleser ist... Alles gut. Alles gut. Wie kann ich mir... How to contact the dead. All this time, we thought he went mad. He only wanted to talk to her again. Mhm. Also, wir haben zwei Tresore. Zwei Tresore. Einen roten und einen grünen. Und er sagt, die Kombination, da steht eine Uhr dran. Da kann man nicht rangehen. Da-da-da. Da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da. Ich habe wahrscheinlich irgendwas übersehen. Könnt ihr mal mit dem Geflacker aufhören? Wir bleiben bitte mal ganz locker. Ich höre mir jetzt erstmal die Kassette an. Ich kürre da rauf.
fallen Dinge runter. Gut, gut. Wer stellt denn die Couch so hin? Hallo? Das Spiel schafft es aber irgendwie, dass man in so einer permanenten angespannten Phase ist. Vor allem, wenn man das Spiel aufnimmt, wenn es dunkel ist. Der Raum dunkel ist. Ich muss sagen, es ist nicht so lustig. Sah das hier vorher schon so aus? Nein. Ich glaube nicht. Darauf höchstens, dass die Uhren der die Kombination sein können. Das könnte natürlich sein. Wisst ihr, hier hängen ja verschiedene Uhren. Warum ist es auf einmal so ruhig? Ist gut jetzt. Hier steht ja zum Beispiel drauf 12:33. Aber was soll das heißen? Ich höre mir jetzt erstmal hier. Ah ja, ich höre mir jetzt erstmal die Kassette an. Beziehungsweise wir gehen erstmal das Bild aufhängen. Und zwar, die 33 muss auf die... Was war das? Auf die 10, genau. Die 33 muss auf die 10. Und dann wird alles gut. Dann fehlt uns aber immer noch ein Bild. Meine Hübsche, standst hier vorher auch noch nicht, ne? Nein, nein, nein. So, warte mal. Wo ist denn jetzt die... Muss ich jetzt nochmal knipsen? Ich fürchte, ich muss nochmal knipsen. 38, die 10 ist das Eckige. Also das, da muss die 33 hin. Ich nehme mal an, erst die 33. Zack! So, jetzt brauchen wir nur noch ein einziges Bild, nämlich das hier. Und zwar hat es die... Warte mal, 25 war das, glaube ich, ne, oder? 25... Ruhe! Für die 25 brauchen wir die 18. Ist jetzt... Ach, die ist wieder weg. Ja, natürlich. Da ist er. Der ist er nicht. So, jetzt gehen wir uns noch den Knarz, Knarz. Jetzt gehen wir uns noch die Kassette anhören. Warte mal. Gemacht. So, ich meine, wir haben ja eine Kombination, also einen Teil der Kombination, bin ich der Meinung. Irgendwas mit right, 5 left. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin und hören uns mal die Kassette an. Wo ist sie denn? Da. Becoming possessed by a wicked entity. Is signified by a loss of control over the body, mind, and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host. In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts, an astral
transportation, for lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time. Perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind, or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? I'm losing my mind. Super. Es macht ja unglaublich Freude auf mehr. Und mit dieser Freude lasse ich euch jetzt erstmal alleine und weiter geht's in der nächsten Folge. Euer leicht beunruhigter Mr. Fleck. Tschüssi!